Vom sexy Serienstar zum schwarzen Schaf der Royal Family. Megans Leben glich in den letzten Jahren einer Achterbahnfahrt. Dabei haben sich nicht nur Wohnort und Familienstand geändert, auch in Sachen Mode hat sich die Herzogin von Sussex um 180 Grad gedreht. Denken wir heute an Meghan Markle, wie sie vor der royalen Trauung hieß, denken wir an elegante Designerkleider, hochwertig und seriös. Selbst im Privatleben trifft sie modisch immer den richtigen Ton. Das war aber nicht immer so. Seit dem Beginn der Corona-Krise sehen wir Herzogin Meghan vor allem so. Mithilfe von Videochats bleiben sie und Ehemann Harry mit ihren Charities in Kontakt. Beinahe Business as usual, passend dazu die weiße Bluse. Obwohl das nicht gerade der typische LA-Style ist. Seit einigen Monaten leben die Exil-Royals in Meghans US-Heimat. Bevor sie zur königlichen Hoheit wurde, zeigt sie sich am liebsten so den Fotografen. Wenig Make-up, viel Haut und ein süßes Lächeln sind einst ihr Markenzeichen. Doch 2012 kommt der Durchbruch. Mit der Anwaltsserie Suits wird sie schlagartig bekannt. Und das Sunny Girl aus Kalifornien verschwindet. Jetzt ist die Zeit für Etui-Kleider und Designerware gekommen. Der neue Ruhm bringt neue Bekanntschaften, darunter echte Showbiz-Größen. Megans Garderobe wird auf den Kopf gestellt. Immer noch sexy, aber jetzt vor allem super glamourös. Meghan hat es geschafft. Dank des Serienerfolgs wird sie in der Welt der Schönen und Reichen aufgenommen. Eine Welt, die ihr schließlich die Tür zu ihrem nächsten Abenteuer öffnen soll. Im Netzwerken ist Meghan schon immer spitze. Sie hat viele Freunde weit über die Grenzen der USA hinaus. Und ihr ahnt es schon, auch in Großbritanniens Upper Class findet sie Anschluss. Ein gemeinsamer Freund organisiert ihr schließlich ein Blind Date mit Prinz Harry. Ein halbes Jahr bleibt die Liebe der beiden von der Welt unentdeckt. Doch dann platzt die Bombe. Wer Meghan Markle bisher nicht kannte, kennt sie spätestens jetzt. Und damit wächst der Druck auf die Schauspielerin. Als Prinzenfreundin muss alles sitzen, vor allem die Outfits. Leider klappt das zu Beginn nicht wirklich. Als Harry zum ersten Mal der Welt die neue Frau an seiner Seite zeigt, ist der Aufschrei groß. Meghan trägt zerrissene Jeans, in der zur Hälfte eine knittrige Bluse steckt. Unter normalen Umständen ein cooler Look, aber für eine Prinzessin in Spee definitiv nicht das Richtige. Doch Meghan lernt schnell. Für die große Verlobung einige Monate später landet sie einen modischen Volltreffer. Bräutliches Weiß, Fokus auf den Ring. Da verschmerzen Fashion-Experten sogar die zu großen Schuhe. Die modische Reise geht weiter. Jetzt gilt es im Schnellverfahren, die Briten von Harrys künftiger Ehefrau zu überzeugen. Es beginnt ein Terminmarathon, der jeder Fashion Week Konkurrenz macht. Harrys Herz hat sie erobert, das der königstreuen Inselbewohner noch nicht. Und was machen die Royals in so einem Fall? Sie gehen auf fröhliche Winketour. Mit dabei ein ganzes Stylistenteam für die Baldherzogin. Zusammen mit ihren Beratern setzt Meghan von nun an auf feinste Labels und absolute Etikettentreue. Die Röcke haben nun die richtige Länge und von Freizügigkeit ist keine Spur mehr. Kaum zu glauben, dass diese Frau wenige Jahre zuvor noch mit Basecap über den roten Teppich gelaufen ist. Selbst neben der Königsfamilie macht sie eine gute Figur. Beim ersten Auftritt mit der Queen wird sie in den Himmel gelobt und Frauen auf der ganzen Welt kaufen ihren Look nach. Und apropos nachkaufen, Meghans Brautkleid soll ebenfalls Wegweiser für die Hochzeitsdesigner werden. Denn auch wenn das Modell eine Maßanfertigung ist, wird es nach der royalen Trauung auf der ganzen Welt nachgefragt. Nur wenige Monate nach der Traumhochzeit in Windsor beginnt das nächste Modekapitel für Herzogin Meghan. Jetzt zeigt sie uns, wie schön man einen Babybauch verpacken kann. Viel ist anfangs nicht zu sehen, doch Meghan setzt auf enge Kleider, um ihren Minibauch trotzdem sichtbar zu machen. Während einer Australien-Tour findet die Prinzengattin außerdem Gefallen an luftigen Sommerkleidern. Womöglich eine kleine Hommage an ihre kalifornische Heimat. Meghan genießt ihre Schwangerschaft sichtlich und lässt die Welt an ihrem und Harrys Glück teilhaben. Der Bauch wächst, doch die Kleider bleiben kurvenbetont. Und nicht nur das, die Herzogin wird auch wieder mutiger, was Farben angeht, aber auch Schnitte. Plötzlich zeigt sie wieder Haut. Es scheint, als habe sie ihre Weiblichkeit neu entdeckt. So stylisch die Schwangerschaft endet, so schick beginnt auch das Mama-Sein. Im Trenchcoat-Kleid stellt sie der Welt ihren Sohn Archie vor. Doch danach verschwinden die royal akzeptierten Gewänder allmählich wieder und es scheint, als kehre Meghan zu ihren Wurzeln zurück.
Mit knittrigem Jeanskleid und lässig übergeworfenem Mantel sitzt sie plötzlich in Wimbledon im Publikum. Beim Südafrika-Besuch sind weiße Bluse und Skinnyhose wieder da. Es ist ein kleiner Ausbruch aus dem königlichen Regelkorsett und ein wenig Wandeln auf bürgerlichen Pfaden. Erinnerung an ein Leben vor der Krone. Heute wissen wir, zu diesem Zeitpunkt planten Harry und Meghan schon ihren Rücktritt aus der Royal Family. Und mit dem sogenannten Megxit setzt sich die Herzogin ein modisches Denkmal. Die letzten Auftritte als sogenannte Senior Royals haben Hollywood-Charakter. Ein makelloser Glamour-Look jagt den nächsten. Die Absicht dahinter ist ganz klar. So will Meghan in Erinnerung bleiben und nicht als die Frau, die Harry weg von seiner Familie und seiner Heimat geführt hat. Apropos Familie, das letzte Aufeinandertreffen mit den Windsors hätte modisch gesehen nicht spektakulärer sein können. Wie eine Superheldin mit wehendem Cape sagt sie den Royals Lebewohl. Die Message? Ab jetzt gehen wir, nicht nur modisch, unseren eigenen Weg. Wie hat euch Meghan am besten gefallen? Als Sunny Girl aus Kalifornien oder als schicke Herzogin? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Royalen Style Check.